Die Geschichte von Nalau und der Wildtaube. Früher lebte einmal ein junger Mann mit Namen Nalau. Er bestritt seinen Lebensunterhalt als Landmann. Nach Beendigung der Reisernte war es bei den Landleuten Gewohnheit, sich mit der Suche nach neuen Feldern für den Trockenreis zu beschäftigen. So erhielt auch Nalau einmal von seinen Eltern den Auftrag, einen Flecken für den Reisanbau zu suchen. Zufällig gelang es ihm, nicht weit von dem früheren Feld ein schönes und fruchtbares Stück Land zu finden. Weil Nalaus Eltern schon recht alt waren, machte er sich allein auf, das Stück zu roden und zu lichten. Nachdem er wochenlang mit all seiner Kraft gearbeitet und Bäume gefällt und Büsche und Gestrüpp weggeräumt hatte, betrachtete er das Ergebnis seiner Arbeit. Es war erstaunt und verwundert, denn nach seinem Gefühl entsprach das, was er sah, nicht dem, was er bearbeitet hatte. Seine wochenlange Arbeit glich nur der Arbeit der letzten beiden Tage. So suchte er nach den Gründen und Ursachen, warum alle Pflanzen sich gleichsam wieder aufrichteten und so wie vorher hatten werden können. Als der Nachmittag zu Ende ging, die Strahlen der Sonne nachließen, die Natur nicht länger von der Sonnenglut versengt wurde und der Abendwind zu wehen begann, war Nalau für den Heimweg fertig. Als er aber zum Feldrain gekommen war, versteckte er sich hinter einem großen Baum. Unermüdlich beobachteten seine Augen die Stelle, an der er vorhin gearbeitet hatte. Er hatte schon einige Zeit Ausschau gehalten und nichts hatte sich ereignet. Da nahm er dem Augenblick, in dem er einmal seine Augen nach oben richtete, einen Schwarm Wildtauben wahr, der sich auf einem sehr hohen Baum mitten auf seinem Feld niederließ. Mit klopfendem Herzen beobachtete Nalau, was die Wildtauben wohl tun würden. Zunächst sah er, wie die Tauben auf dem Baum sitzend ständig auf die Stelle schauten, an der er vorher gearbeitet hatte. Offensichtlich waren sie sehr besorgt, es könne noch ein Mensch dort sein. Nachdem sie gesehen hatten, dass kein Mensch mehr da war, flog der Vogelschwarm hinunter auf den Boden. Unten gingen die Vögel singend hin und her. Ihr Gesang war sehr sanft. In seinem ganzen Leben hatte Nalau noch nie einen so sanften Gesang gehört. So lautet der Gesang: Kuit, kuit, kukuyuk. Wem gehört diese Lichtung, das Feld unseres Bruders Nalau? Steht auf, ihr Pflanzen, wie früher. Bei diesem Anblick war Nalau sehr erstaunt und sein Staunen wuchs noch mehr, als er sah, dass die Bäume sich nach dem Gesang der Vögel Stamm für Stamm wieder aufrichteten. Als dieser merkwürdige Vorgang schon für einige Zeit vonstatten gegangen war, tauchte die Sonne im Westen unter. Gemeinsam mit den Sonnenstrahlen verschwanden die Vögel und flogen davon. Tief atmend, denn er überdachte das merkwürdige Geschehen, ging Nalau nach Hause. Dort berichtete er seinen Eltern von dem wundersamen Vorkommnis. Auch Nalaus Eltern waren sehr verwundert, als sie davon hörten, denn sie hatten ebenfalls noch nie etwas derartiges erlebt. Dann sagte sein Vater zu Nalau: Morgen musst du gut aufpassen und sehr genau feststellen, wie sich das Ganze ereignet. Und kehre auf keinen Fall vor der Dämmerung zurück. Und wenn möglich, fangen einen Vogel, denn diese Vögel sind verzaubert. So lautete die Anweisung von Nalaus Vater, denn er war krank und konnte nicht mitgehen. Am nächsten Morgen ging Nalau wie gewöhnlich zu seiner Arbeit. Er war ein fleißiger und arbeitsamer Junge und verschwendete und vergeudete seine Zeit nie. So konnte er in kurzer Zeit viel verrichten. Er arbeitete über Mittag und dann hörte er auf, weil er einen Schutzschirm zur Beobachtung der Vögel bauen wollte.
Anschließend machte er eine große Haube zurecht, um die Vögel darin zu fangen. Als die Zeit da war, kam wie am Vortag der Vogelschwarm und ließ sich auf seinen gestrigen Platz nieder. Mit klopfendem Herzen beobachtete Nalau die Vögel und hielt sich bereit. Einen Augenblick später flogen die Vögel ganz in der Nähe von Nalaus Versteck herunter. Sie gingen hin und her und begannen wie gestern zu singen, und die Bäume richteten sich unter dem ständigen Singen der Vögel wieder auf. Hastig wollte Nalau die Haube über die Vögel stülpen. Ach, wie erschraken sie da, und bis auf einen flogen sie davon. Mit Furcht und Erwartung machte Nalau sich daran, unter der Haube nachzusehen. Bevor er sie lüftete, vernahm er unter ihr noch ein Flattern, und beim Öffnen sagte er: »Jetzt ist deine Stunde gekommen. Ich muss dich töten. Sieh nur, die Bäume, die ich gefällt habe, haben sich durch dein Tun wieder aufgerichtet.« Nachdem er so voller Zorn gesprochen hatte, erschrak er sehr, denn wie er die Haube hochhob, sah er, dass er keine Wildtaube, sondern ein sehr schönes Mädchen gefangen hatte. Ihr leuchtendes Gesicht blendete seine Augen. Mit bescheidenem Lächeln und süßen Worten sprach es: »Nalau, töte mich nicht. Ich werde dir versprechen, treu an deiner Seite zu leben und dir bis zum Ende deines Lebens zu helfen.« Nalau, der sich wie in einer Traumwelt vorkam, rieb sich 4 oder 5 Mal die Augen, als ob er dem, was er sah, nicht glaube. Doch als er erkannte, dass das Mädchen tatsächlich ein Mensch war, forderte er es zum Erzählen auf und nahm es dann mit nach Hause. Als sie dort ankamen, waren Nalaus Eltern erstaunt. Ihre Verwunderung schwand aber schnell, als sie von den Ereignissen hörten. Jetzt erfüllte Freude ihr Leben, zumal als sie die höflichen Worte des anmutigen Mädchens vernommen hatten. Das Mädchen lebte von nun an ständig mit Nalau und seinen Eltern, und sie nahmen als Kind an. Weil Nalau noch nicht verheiratet war, vermählten sie ihn schließlich mit dem Mädchen. Die beiden ließen das Schiff ihres gemeinsamen Haushalts segeln, und ständig waren Friede und Glück offenkundig. Glück und Freude wuchsen noch, als die beiden einen Sohn bekamen. Das Kind hatte ein sehr hübsches Gesicht, denn es unterschied sich nicht im geringsten von dem Antlitz seiner Mutter. Nalau und seine Frau liebten ihr Kind sehr, und was auch immer ihr Sohn erbat, das gewährten sie ihm. Einmal kam Nalaus Frau von der Feldarbeit heim und sah, dass sie keinen Fisch mehr hatten. Sie sprach deswegen mit Nalau und sagte: »Ich will angeln gehen, um eine Zuspeise für heute Mittag zu bekommen.« Als sie wegging, schlief ihr Kind noch, und Nalau bewachte es, wobei er eine kleine Arbeit verrichtete. Nach einiger Zeit wachte das Kind auf und suchte wie gewöhnlich seine Mutter. Aber seine Mutter war zu der Zeit noch nicht zurück. Als es sah, dass seine Mutter nicht da war, weinte das Kind sehr laut auf und warf sich auf den Boden. Sein Vater bemühte sich, ein Mittel zu finden, das Kind zu beschäftigen, doch es wollte nicht aufhören zu weinen, weil seine Mutter immer noch nicht da war. Einen Augenblick später kam die Mutter mit ganz durchnässter Kleidung zurück. Wieder im Haus versuchte sie, ihren Sohn mit allen möglichen Ablenkungen zu trösten, doch alle Ablenkungen konnten den Ärger des Kindes nicht vertreiben. Dann sagte das Kind unter Weinen: »Ich will ein Lied von dir hören, Mutter.« Sagte die Mutter: »Ich kenne kein Lied, außer meinem früheren Zaubergesang. Wenn ich aber dieses Lied singe, kann ich unmöglich ein Mensch bleiben, sondern werde wieder zum Vogel. Mein Kind, wenn deine Mutter sich in einen Vogel verwandelt, werden wir bestimmt nicht mehr wie jetzt zusammenleben können.«
Dennoch, sagte das Kind, sing, Mutter. Ich bin erst zufrieden, wenn du gesungen hast. Während sie so sprachen, war das Essen fertig geworden und sie begannen zu essen. Nur das Kind weinte weiter und zum Essen aufgefordert, wollte es nicht mittun. Nach dem Essen sprach Nalaus Frau zu ihrem Ehemann: Ich werde mich fertig machen. Und sie zog ihre schönsten Kleider an, die neunfach gefüttert waren. Als sie mit dem Anziehen fertig war, sprach sie zu ihrem Kind: Mein Kind, eigentlich möchte deine Mutter gemeinsam mit euch leben, denn ich habe euch sehr gerne und liebe euch sehr. Ich will im Grunde nicht getrennt von euch beiden leben. Doch weil ich dich, Kind, nur mit einem Lied besänftigen kann, muss ich dich jetzt damit trösten. Wenn ich auch wieder zum Vogel werde und dorthin zurückkehre, wo ich herkomme, mögest du gesund mit deinem Vater in dieser Welt leben. Nachdem sie so zu ihrem Sohn gesprochen hatte, redete sie ihren Mann an. Offensichtlich gibt es jetzt keinen anderen Weg, dieses Kind zu trösten. Daher muss ich mich entscheiden und muss singen. Zuvor aber möchte ich dir einen Auftrag geben. Ach, Nalau, mein Mann, ich erwarte von dir die größte Erwartung, die ich hege, dass unser einziges Kind, unsere gemeinsame Liebe, den besten Schutz und die beste Pflege empfängt, wenn es nur noch einen Elternteil hat. In deine Hände lege ich das künftige Wohl und Wehe unseres Kindes. Und weiter, Nalau, mein Mann. Bis jetzt lebten und arbeiteten wir gemeinsam. Ich empfing deine Liebe und du wurdest von mir, deiner Ehefrau, geliebt. Und weil die Bande der Liebe, die goldene Ketten gleich, schwer zu trennen sind, bin ich wirklich äußerst betrübt, dass ich von dir scheiden muss. Aber währenddessen hatte das Kind unterbrochen, geweint und war auch schon recht heiser, weil das Weinen es geschwächt hatte. Jetzt sagte seine Mutter: Kind, setz dich richtig vor deiner Mutter und sieh dir ihr menschliches Gesicht an, denn in einiger Zeit wird deine Mutter zum Vogel. Sagte das Kind: Sing schnell, Mutter! Nun denn, sagte seine Mutter, ich fange jetzt zu singen an, aber ich sage dir noch einmal, bereue es nachher nicht. Und die Mutter sang: Kuit, kuit, kukuyuku, wem gehört diese Lichtung, das Feld unseres Bruders Nalau? Steht auf, ihr Pflanzen, wie früher! Fünfmal nacheinander sang sie dieses Lied und wurde dabei bis zu den Knien zum Vogel. Da fragte sie ihr Kind: Ist das genug, Kind? Und bist du zufrieden? Dabei zeigte sie auf ihre Beine, die bis zu den Knien wie die eines Vogels geworden waren. Aber das Kind antwortete: Noch nicht, Mutter! So sang die Mutter weiter und wurde jetzt bis zur Hüfte zum Vogel. Da erschrak ihr Kind, als es sah, dass seine Mutter bereits zur Hälfte zum Vogel geworden war, und es sagte: Mutter, genug, Mutter, genug! Sagte seine Mutter: Kind, jetzt kann nichts mehr rückgängig gemacht werden. Da hob sie ihre Augen, um zu suchen und zu sehen, wo Nalau jetzt war. Sie sah, wie er eifrig alle Türen und kleinen Ritze verschloss. Er hatte keine andere Absicht, als seine Frau Auin zu fangen, wenn es wieder ein Vogel geworden war. Da rief sie Nalau und sagte: Nalau, mein Mann, komm hierher und sag mir, wie ich dir immer treu ergeben war. Lebe wohl, ein Leb wohl deiner Ehefrau, ein letztes Lebe wohl. Ich werde dich, Nalau, meinen Mann, bis zum Ende meines Lebens im Gedächtnis behalten. Dann setzte sie ihren Gesang fort, bis sie am ganzen Körper zum Vogel geworden war. Jetzt war sie wieder in eine Wildtaube verwandelt und flog im Hause hin und her. Nalau und sein Kind mühten sich mit aller Kraft, sie zu fangen, aber vergeblich. Am Ende konnte der Vogel durch ein kleines Loch, das er unter ihrem Hausdach entdeckte, entkommen.
Nalau lief eilig nach draußen und wollte sehen, wohin der Vogel flog. Aber er bemerkte, dass er nicht weit geflogen war, sondern sich auf einen Durianbaum vor ihrem Haus niedergelassen hatte. Von dort her sang er flügelschlagend, wie wenn er Nalau und dem geliebten Kind Gesundheit und Lebewohl wünschen wollte. Ein Lebewohl für immer. Einige Augenblicke später richtete sich die Wildtaube auf. Plötzlich kam vom Süden ein Schwarm Wildtauben über den Platz geflogen, und der seltsame Vogel folgte ihnen. Jetzt flog er frei und verschwand am westlichen Horizont. Nalau und sein Kind aber wurden von einem nie mehr nachlassenden Kummer bedrückt. So war die Geschichte von Nalau und der Wildtaube.